Ich bin Daniel Busch, bin 23 Jahre alt, Ingame Leader für Team Euronex. Bin selbstständig und verkaufe im E-Commerce Fashion, Accessoires und Schmuck für Frauen. Ich wohne in einem Haus mit 6 Leuten, nördlich von Hamburg ist das, und mit 3 von denen, also wir sind zu viert, führe ich auch dieses Online-Business halt. Ich gehe neben Counter-Strike noch täglich laufen und ab und zu so 2-3 Mal die Woche spiele ich noch Basketball oder Tischtennis mit meinen Mitbewohnern. Meine Aufgaben außerhalb des Servers sind noch, dass ich das Training vorbereite, damit wir so einen Fahrplan haben fürs Practice. Auch vor allem Demos schauen von Gegnern, damit man weiß, wie sie halt spielen. Und auch von Top-Teams, damit man sich so ein bisschen Inspiration holen kann, schaut, wie so die Meta ist. Coach und auch jetzt der Analyst, also Alex und Michi, die helfen mir da sehr bei. Aber inzwischen, diese Season machen auch alle anderen gut mit, gucken sich Demos an, geben Input, also alle sehr viel Beteiligung. Die neuen Spieler zu integrieren ins System war anfangs, ich würde nicht sagen schwierig, aber zeitaufwendig, weil man halt ein bisschen gucken musste, wie sie so spielen, wie passen sie in das System, was wir uns vorstellen. Mit Lukas, also Boosty, unserer AWP, war es einfacher, weil der hat so ein bisschen gesagt, wie er spielen möchte. Wir haben ihm da ein bisschen Freiraum gegeben. Und das hat direkt eigentlich so funktioniert. Krimbo, also Karim, war es ein bisschen schwerer. Er und Paul ersetzen jetzt quasi zusammen Okos Rolle und sie teilen sich das ein bisschen auf. Deswegen Krimbo spielt ab und zu ein bisschen das, was Paul vorher gemacht hat. Paul halt ab und zu, was Oko gemacht hat. Also das Bootcamp bringt auf jeden Fall was. Vor allem für die Teamchemie ist es meiner Meinung nach sehr gut, weil man sich auch mal persönlich kennenlernt. Wir haben jetzt auch Tischtennis gespielt, Spaß miteinander gehabt. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und ansonsten hat man natürlich viel mehr Zeit als zu Hause, sich zusammen zu unterhalten, wie man das Spiel angehen will, wie man die Maps angehen will. Und da haben wir jetzt in den ersten beiden Tagen schon viel Fortschritt gemacht. Und ich denke, dass wir die letzten 3 Tage noch sehr gut nutzen können, um perfekt für die Saison vorbereitet zu sein. Mein weiterer Weg in CS, vor allem mit Euronex jetzt, wäre es, die Finals in beiden deutschen Ligen zu erreichen und ein bisschen an der Spitze von deutschen CS mal aufzuräumen und denen zu zeigen, dass auch Newcomer CS spielen können.